Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage von der Maria aus Aschaffenburg geht. Die Maria hat mir geschrieben, weil sie mitbekommen hat, dass wir einen hohen Gast hatten hier im Bayerischen Landtag, nämlich die Kandidatin von uns Freien Wählern für das Amt der Bundespräsidentin. Und jetzt schreibt mir die Maria, es haben doch schon alle gesagt, dass sie wieder den Steinmeier wählen und die Mehrheiten sind klar. Wieso stellt ihr denn überhaupt eine eigene Kandidatin? Ja, Maria, vielen Dank für die Frage, weil sie durchaus eine gewisse Berechtigung hat und weil auch wir Freien Wähler natürlich intensiv darüber nachgedacht haben, ob wir der Bundesversammlung einen eigenen Personalvorschlag unterbreiten sollen oder nicht. Wir sind am Ende des Tages zum Ergebnis gekommen, das zu machen, aus mindestens zwei Gründen, die ich als Antwort auf deine Frage kurz erläutern möchte. Zum einen, Maria, sind wir überzeugt davon, dass die Bundesversammlung das Hochamt unserer Demokratie ist. Das ist die Wahl aller Wahlen, die wichtigste Wahl in unserem Staat. Und deshalb sind wir Freien Wähler auch davon überzeugt, dass diejenigen, die bei dieser Wahl wählen dürfen, eine echte Wahl haben sollten, sich also nicht einzig entscheiden können dürfen zwischen der Verlängerung der Amtszeit des Amtsinhabers, wie das in den Hinterzimmern der großen Berliner Politparteien bereits vereinbart worden ist, oder einem Kandidaten der Linkspartei und einem Kandidaten der AfD, also zwei Kandidaten von den politischen Rändern. Nein, wir finden die politische Mitte, die Wahlfrauen und die Wahlmänner aus der politischen Mitte, die müssen bei der wichtigsten Wahl aller Wahlen in unserem Land auch eine echte Wahl haben. Die müssen sich entscheiden können zwischen mehreren Kandidaten und deshalb machen wir mit der Kandidatur von Dr. Stefanie Gebauer als Kandidatin der Freien Wähler diese Bundesversammlung erst zu einer echten Wahl und erfüllen damit aus Sicht von uns Freien Wählern gewissermaßen auch ja, eine Art demokratische Funktion. Wir wollen ja auch auf Bundesebene, wie wir das in Bayern schon sind, die Erneuerer der Demokratie sein. Wir wollen frischen Wind in die Demokratie bringen und dazu gehört es dann eben auch, dass man bei Wahlen ein Angebot unterbreitet. Das, liebe Maria, ist der eine Grund, weshalb wir uns für die Nominierung von Stefanie Gebauer entschlossen haben. Und der zweite Grund ist derjenige, dass wir gemeinsam mit CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz, mit Ministerpräsident Hendrik Wüst, mit den Vorsitzenden der Grünen in Deutschland der festen Überzeugung sind, dass es im Jahr 2022 an der Zeit ist, dass unser Land erstmals eine Frau im höchsten Staatsamt bekommt, ja, dass erstmals eine Frau Bundespräsidentin der Bundesrepublik Deutschland wird. Und wenn man dann nicht bei der CDU ist und nicht bei den Grünen ist, sondern bei den Freien Wählern, dann darf man das nicht nur sagen, wie das Friedrich Merz, Hendrik Wüst, die grünen Bundesvorsitzenden im Dezember getan haben. Nein, wenn man freier Wähler ist, dann darf man es auch tun. Dann stimmen Wort und Tat überein. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, wenn der Wunsch besteht, eine weibliche Kandidatin, eine junge Powerfrau ins Rennen zu schicken, dann erfüllen wir diesen Wunsch auch, dann lassen wir Wort und Tat übereinstimmen, dann nominieren wir eine solche Kandidatin und dann wählen wir auch eine solche Kandidatin. Das, glaube ich, Maria, ist was, was uns Freien Wähler insgesamt unterscheidet von den ja, etablierten großen Parteien im Berliner Politbetrieb. Wir halten Wort und wir setzen das, was wir uns wünschen, am Ende des Tages auch um. Das ist Freie Wähler-Ideologie und deshalb handeln wir auch bei dieser Bundesversammlung so. Deshalb, Maria, glauben wir, dass wir ein wichtiges demokratisches Angebot an diese Bundesversammlung entrichten, sie erst zu einer echten Wahl machen durch die Kandidatur von Stefanie Gebauer. Und wir glauben auch, dass wir mit einer jungen Powerfrau wie Stefanie Gebauer, das ist mit einer Persönlichkeit, die eben gerade nicht aus dieser Berliner Politmaschinerie kommt, sondern wie wir Freien Wähler insgesamt aus der Kommunalpolitik, die ihre Wurzeln im Ehrenamt hat, ein gutes Angebot an die Bundesversammlung machen, ein attraktives Angebot an die Wahlfrauen und Wahlmänner machen, von dem, glaube ich, am Ende des Tages am Sonntag nicht nur wir Freien Wähler überzeugt sein werden, sondern auch der ein oder andere Wahlmann, die ein oder andere Wahlfrau anderer bürgerlicher Gruppierungen, die, glaube ich, ganz froh sein werden, dass sie eben nicht gezwungen sind, vielleicht mit einer Hand in der Hosentasche den sozialdemokratischen Bewerber wählen zu müssen, sondern jetzt die Chance zu haben, auch eine weitere Option zu haben, eine junge Powerfrau zu haben und die kommt von den Freien Wählern. Wir Freie Wähler, Maria, bringen also, wie uns das hier im Bayerischen Landtag schon gelungen ist, jetzt auch frischen Wind, neue Energie, Erneuerung in die
Bundespolitik am Sonntag in der Bundesversammlung in Berlin. Deshalb bin ich stolz und dankbar, dass wir uns so entschieden haben, dass wir eine gute Kandidatin haben, dass wir einen attraktiven Personalvorschlag unterbreiten können und freue mich natürlich auf den Sonntag in Berlin. So viel, liebe Maria, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann gilt das Gleiche wie immer. Postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns die Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.